Das wirklich 10 Stunden der wachen Zeit. Und ich will Ihnen klar machen, das kann nicht eins haben, keine Folgen. Das geht gar nicht. Ja? Und die hat es für Körper, Geist und Gesellschaft. Und ich fange mit dem Körper an. Ich hab, mir geht es natürlich, mir geht es um Ängste, mir geht es um Depression, mir geht es um Sucht, mir geht es um gesellschaftliche Dinge, die man ändern könnte. Aber ich möchte Ihnen erstmal klar machen, es gibt tatsächlich Folgen, die sind einfach da und die sind so streng, dass man gar nicht versteht, dass man so wenig darüber spricht. Schauen Sie, wenn Ihr Telefon klingelt, was passiert dann? Dann geht Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Gedächtnis in den Keller. Das hat man untersucht. Wenn das Telefon klingelt, sind Sie nicht mehr aufmerksam bei dem, was Sie gerade machen. Und Sie können sich auch weniger merken, was Sie gerade machen. Das Ding spinnt auch, aber naja. Diese Studie ist uralt. Jetzt bringe ich Ihnen eine Studie, die ist nicht so alt. Und da hat man untersucht, was passiert, wenn Ihr Telefon nicht klingelt. Das ist kein Witz. Man kann die Dinger ja einfach nur hier hinlegen. Ja, so, jetzt lege ich das mal hier hin. Was passiert? Kann mich nicht, ne, geht nicht. Uah, nee. So, also, was passiert, wenn das Ding hier liegt? Wie untersucht man sowas? Naja, man könnte es auch da unten hinlegen, in meine Tasche. Oder man könnte es in den Nebenraum legen. Und das waren genau die 3 Bedingungen. Die Leute haben entweder das Smartphone auf ihrem Schreibtisch gehabt oder in ihrer Aktentasche oder im Nebenraum. Und was man dann gemacht hat, die Leute mussten entweder Denkaufgaben lösen oder sie mussten einen IQ-Test am Computer machen. Also die einen mussten denken und dann mussten sie immer die Aufgabenlösungen generieren. Also das heißt, man hat auch geguckt, wie gut waren die. Und bei dem IQ hat man einfach hinterher einen IQ gehabt. Ja. Und jetzt zeige ich Ihnen, was rauskommt. Links ist es Denken und rechts ist der IQ. Und was Sie sehen ist, dass wenn Ihr Smartphone, das ist die Säule Desk heißt, Ihr Smartphone liegt da auf dem Schreibtisch, Pocket Bag, sie ist also da unten, Other Room im anderen Zimmer. Das heißt, Sie denken besser, wenn Ihr Smartphone im anderen Zimmer ist, als wenn Ihr Smartphone auf dem Schreibtisch ist. Und zwar signifikant besser, wie man hier sieht. Hochsignifikant sogar, 2 Sterne. Intelligenz, genau das gleiche Muster. Also wenn Sie Ihr Smartphone hier hinlegen, können Sie nicht mehr so gut denken und Ihr IQ ist geringer. Jetzt kann man mal fragen, ja, wie groß ist denn der Effekt? Man sieht hier, die Y-Achsen sind abgeschnitten. Also man könnte sagen, so groß ist der Effekt doch gar nicht. Man kann diesen Unterschied hier in IQ-Punkte umrechnen. Das habe ich mal gemacht und da kommt raus, das erzähle ich ganz gerne Managern, hören Sie zu, wenn Sie Abiturienten einstellen und erlauben denen, das Smartphone auf dem Schreibtisch zu legen, haben Sie bloß noch Realschüler eingestellt. Denn das ist etwa der Unterschied im IQ, der sich hier zeigt. Der ist so groß. Ja. Und das ist ganz unglaublich. Man kann sich fragen, woher kommt das? Ja, sind das Handystrahlen? Nein, sind es nicht. Es ist viel einfacher. Wenn Sie Ihr Handy auf den Tisch legen, dann könnten Sie mal eben schnell nachgucken, ob Sie eine neue Nachricht haben. Oder in Ihrem E-Mail-Account was Neues ist. Oder sich am Ende Ihr Beziehungsstatus in Social Media verändert hat. Könnte alles passiert sein. Und deswegen würden Sie schon gerne mal nachgucken. Aber nee, Sie sollen ja arbeiten. Und dann müssen Sie halt arbeiten. Aber dann würden Sie doch gerne mal nachgucken. Das heißt, Sie müssen ständig ein bisschen Hirnschmalz dafür aufwenden, dass Sie jetzt nicht drauf gucken. Und das ist so viel, dass man es messen kann, wie Sie hier sehen. Wenn es da unten liegt, brauchen Sie weniger Hirnschmalz, weil da denken Sie nicht so schnell. Und wenn es im anderen Raum liegt, noch weniger. Und die Unterschiede zwischen diesen 3 Bedingungen, die sind ganz deutlich. Und das ist das Verrückte an dem Experiment. Als ich das gelesen habe, dachte ich, ja, das hättest du auch machen können. Ja, hätte ich. Aber ich wäre nie darauf gekommen, dass man so banal sowas zeigen kann, dass das Ding auf dem Schreibtisch einfach so viel unserer Aufmerksamkeit auf sich zieht, dass sie schlichtweg das messen können, wie viel. Oh, vielen Dank. Geht schon. So viel. Ich möchte mit einem weiteren Beispiel anfangen, das mich dann überleitet. Ich rede ja auch ein bisschen über Ihr Gehirn, Sie haben es dabei und das interessiert Sie, wie es funktioniert. Deswegen rede ich auch gern darüber. Aber hier noch, was man so in den Zeitungen immer so liest, ja? Mein externes Gehirn. Warum selber denken, wenn man auslagern kann? Haben Sie sicher schon gehört.
Und dann kommt auch immer so ein bisschen mit, naja, die jungen Leute, die können vieles nicht. Die finden sich nicht mehr zurecht, weil das machen die ja mit dem Ding. Die wissen auch keine Telefonnummern auswendig, das machen die mit dem Ding. Und die machen ganz vieles mit dem Ding. Und wenn, ohne können sie es deswegen Kopfrechnen, um Gottes Willen, kann man ja damit machen. Also Rechtschreibung hat man das Ding. Also man braucht ja vieles gar nicht mehr. Deswegen wird dann auch gesagt, ja, weil die jungen Leute so vieles auslagern, da drauf, ja, dann haben die eben hier Platz für was anderes. Deswegen können die so viel, was wir Älteren nicht können. Zumindest erscheint es uns ja manchmal so. Ne? Das wird gesagt. Die Frage ist, was davon zu halten ist. Ich will Ihnen mal ganz kurz klar machen, wie Ihr Gehirn funktioniert. Hier haben Sie zwei Gehirne. Ich zeige die immer gern, weil das rechte sieht gut aus und das linke nicht. Muss man gar kein Fachmann sein, um das zu sehen hier. Ne? Das linke Gehirn ist publiziert, weil der Mann, der zu dem Gehirn gehört, ein 43-jähriger französischer Beamter mit zwei Kindern, der hatte nichts. Gar nichts. Bei dem fehlt über 80% vom Gehirn und der hatte nichts. Ich höre gerade ein Handy klingeln. Ich wollte Ihnen nur sagen, habe ich vorhin vergessen, vergessen Sie nicht nach dem Vortrag Ihr Handy wieder einzuschalten. Also wenn Sie es jetzt ausschalten, wäre es natürlich gut. Also, der hatte nichts. Und die Frage ist, wie kann das sein? Also, wenn ich aus meinem Rechner so ein Loch raussäge, tut er nicht mehr, da sind wir uns einig. Ja? Und nochmal, dieser Mann hatte gar nichts. Und bekam einen Gehirnscan aus irgendeinem Grund und die Ärzte hat es hier umgehauen und dann wurde das Bild sofort publiziert. Ja? Und es ist nicht das Einzige, es gibt viele solcher Fälle. Also, jedes Jahr werden welche publiziert. Und das liegt daran, dass, wenn ich hier ein Loch reinmache, dann erwische ich vielleicht einen Chip, der rechnet und dann ist das Ding völlig kaputt. Ja. Wenn hier Nervenzellen anfangen zu fehlen, ne, die Dinge haben Sie im Kopf. Und zwar Milliarden davon. Und zwar, muss man auch wissen, solche Bilder haben Sie alle schon gesehen. Und ich bringe das Bild immer mit, weil ich daran eine Sache erklären will. Hier sind eigentlich 200 Nervenzellen. Und zu jeder Nervenzelle kommen Fasern. Und zwar nicht nur die paar, die man hier, wenn man ganz nah rangeht, im Elektronenmikroskop sieht, sondern 10.000 Fasern pro Nervenzelle kommen da an. Und die haben dann so Verbindungen. Das ist ein gemaltes Bild. Die heißen Synapsen und jeder Oberschüler lernt heute, was da passiert, wie ein elektrischer Impuls auf chemischem Wege übertragen wird. Ja. Und wichtig ist Folgendes, hier auf diesem Bereich sind noch 200 andere Nervenzellen und zu jedem dieser Nervenzellen kommen 10.000 Fasern. Das heißt, Sie müssen, wenn Sie so Bilder machen wollen, eigentlich können Sie die gar nicht machen. Sie müssen Fluoreszenzfarbstoff nehmen, also das, was in Stabilo-Boss-Textmarkern drin ist. Das müssen Sie in eine winzige Spritze tun und dann in Nervengewebe reinstechen. Und wenn Sie eine ganz feine Nadel haben, erwischen Sie eben nur eine Nervenzelle. Dann füllen Sie da, wenn Sie Glück haben, klappt es, Fluoreszenzfarbstoff rein. Und dann, wenn Sie dann mit einer Lampe draufleuchten unter dem Mikroskop, dann sehen Sie sowas. Nämlich eine Nervenzelle, die ist halt voller Farbe und deswegen leuchtet die und der ganze Rest leuchtet nicht. Und ich erzähle Ihnen das nicht, damit Sie morgen Nervenzellen fotografieren, weil Sie jetzt wissen, wie es geht, sondern ich erzähle Ihnen das, weil Sie alle schon so Bilder gesehen haben. Und man muss wissen, eine Nervenzelle so im luftleeren Raum, die gibt es natürlich nicht. Was es aber gibt, ist ein dichter Filz von ganz vielen Nervenzellen mit ganz vielen Kabeln dazwischen, mit denen die miteinander sich Impulse zuspielen. Das gibt's. Und so passt das überhaupt alles da oben rein, denn wir haben hier oben so um die 80 Milliarden Nervenzellen. 80 Milliarden, Sie haben richtig gehört. Mit etwa 1 Million Milliarden Verbindungen. Das sind eine 1 mit 15 Nullen. Ja. Also so viele von diesen Dingern haben Sie im Kopf. Synapsen. Jetzt kann man die Frage stellen, wozu haben Sie die Synapsen eigentlich? Und das ist interessant. So alt ist die Antwort darauf noch gar nicht. Als ich angefangen habe, Medizin zu studieren, haben wir Synapsen gelernt. In der Biologie damals im Unterricht noch nicht. Das ist ja auch schon eine Weile her. Und wir haben auch gelernt, dass der Impuls darüber geht und so und wie das genau funktioniert. Aber irgendwann mal habe ich all meinen Mut zusammengenommen und eine Frage gestellt, die mich die ganze Zeit schon umgetrieben hat. Und die ging so, hören Sie mal zu, eigentlich wäre es doch geschickter, man hätte die Synapse nicht, sondern einfach nur ein Kabel.
Denn wenn das elektrisch am Kabel geht, schneller als der chemische Klatterdatsch da. Ja? Und die Chemie, die man da hat, das grüne Zeugs, ne, das braucht Energie. Und wenn es länger dauert und mehr Energie braucht, ist es ineffektiver. Das heißt, unser Hirn mit nochmal 1 Million Milliarden Synapsen wird wohl viel effektiver, wenn wir keine Synapsen hätten, sondern bloß Kabel hier dazwischen, zwischen den Nervenzellen. Warum also Synapsen? Das war meine Frage. Und die Antwort des Professors vor, naja, mittlerweile 45 Jahren, gefühlten 100, halt deinen Mund. Und der Grund ist mir sofort klar geworden, der wusste es halt auch nicht. Und es war auch nicht sein Fehler, weil es wusste halt niemand. Ja, aber der hat sich halt viel mit Synapsen beschäftigt. Und den hat die Frage mit Sicherheit mehr umgetrieben als mich. Aber er wusste es halt nicht. Und ja, heute wissen wir es. Und ich kann wirklich sagen, das ist die wichtigste Erkenntnis aus der Gehirnforschung der letzten 50 Jahre. Mit Abstand. Dass wir heute wissen, wozu die Dinger gut sind. So im Lauf der Zeit rausgekriegt. Das ist ein ganz wichtiger Meilenstein gewesen. 1999. Hier hat man zum ersten Mal das Grundstück fertiggebracht, Synapsen, erstmal zu gucken, was ist denn da los? An der linken war nicht so viel los, an der rechten liefen mehr Impulse drüber. Und dann hat man sie fotografiert und man sieht, die ist nicht so groß wie die. Und die hat sogar noch einen extra Knubbel unten. Und oben das Ding ist auch größer. Von diesen Untersuchungen, ich habe Ihnen jetzt eine gezeigt, in einem Fachblatt Nature, was weltbekannt ist. Von diesen Untersuchungen gibt es, ich übertreibe nicht, Hunderttausende. Wirklich. Weil das hat die Nervenforscher maßlos beschäftigt. Ja, Hunderttausende. Und es kam immer wieder raus, in den verschiedensten Untersuchungen, an den verschiedensten Tieren, an den verschiedensten Zellen in den Tiergehirnen und so weiter, kam immer wieder das Gleiche raus. Nervenzellen ändern ihre Verbindungsstärken in den Verbindungen, das sind die Synapsen. Und das ist der Witz von den Dingern. Eigentlich bräuchte man die sonst nicht, aber wenn die Synapsen flexibel sein sollen, dann sind die ganz wichtig, können eben flexibel sein. Wie flexibel? Das zeigt Ihnen dieser Herr, das Bild habe ich Ihnen vorhin gezeigt. Und Sie sehen hier, das ist kein Einzelfall, den hier gibt es auch. Das war übrigens ein Münchner Lastwagenfahrer mit 51. Der hat auch mal einen Scan bekommen und dann hat man das Bild gefunden. Und das ist ja etwa so wie das. Ja? Also wenn Sie die beiden Bilder einem Radiologen zeigen, dann sagt er, was willst du, die sind doch tot. Und die hatten beide gar nichts. Ja? Der auch nicht. Und diese Patientin auch nicht. Und das ist der älteste Fall, das ist schon über 20 Jahre her, dass das Bild publiziert wurde im weltbesten Medizinfachblatt. Eine Seite, das Bild und eine kurze Fallbeschreibung. Die Fallbeschreibung geht so, dieses Mädchen kam zu uns im Alter von 3 Jahren und hatte eine Entzündung im Gehirn, die drohte auf die andere Gehirnhälfte überzugreifen. Und haben wir uns zu einer heroischen Therapiemaßnahme entschlossen, wir haben diesem Kind das halbe Gehirn rausgenommen. Therapie, halbes Hirn raus, das ist ja nicht nix. Ja? Und was sitzt hier? Die Sprachzentren, motorisch, sensorisch, die Kontrolle für die andere Körperseite. Und dann schreiben die Autoren so schön, wir haben also erwartet, dass das Kind nicht spricht, keine Sprache versteht, dass es eine Halbseitenlähmung hat, zwar vollständig. Das heißt, wir haben ein schwer behindertes Kind, körperlich und geistig behindert, im Rollstuhl erwartet. Und dann ging die Tür auf und da kommt ein Mädchen reingesprungen. Und sie sehen gar nichts. Und es hat auch nichts. Und spricht 2 Sprachen, nämlich Holländisch und Türkisch, fließend. Ohne Sprachzentren. Was glauben Sie, was dann mit Sprachzentren alles gehen könnte? Ja, wenn Sie schon ohne Sprachzentren 2 Sprachen fließend sprechen können, mit 7 Jahren, also 4 Jahre nach der Operation. Dieses Bild ist deswegen so wichtig, weil es zeigt, dass etwa bis 3 Jahre, nicht viel später, und mit viel Glück, das muss dazukommen und auch die richtige Förderung und so weiter, da hat man mittlerweile viel drüber nachgedacht, aber es ist auch viel Glück dabei, weil es klappt halt nicht immer, aber bei denen muss diese Störung auch schon so alt sein, etwa so alt, sonst wären die nicht am Leben. Denn wenn das oder das ihnen oder mir jetzt, von jetzt auf gleich passiert, dann sind wir tot. Und wenn uns das passiert von jetzt auf gleich, dann geht es uns ganz schlecht. Und da ändert sich auch nichts mehr dran. Was man hier gut sieht, ist, wie flexibel unser Gehirn in jungen Jahren ist. Und das ist sehr wichtig.
Ja. Und dass tatsächlich durch Lernprozesse unser Gehirn erst zu dem wird, was es ist. Denn wir werden geboren und können gar nichts, nicht laufen, nicht sprechen und gar nichts. Ja. Einfache Tiere, es gibt so Würmer, die haben genauso viel Gene wie wir. Aber die Gene legen 302 Nervenzellen, die diese Würmer haben, so fest, dass die gar nichts lernen brauchen. Die kommen auf die Welt und fangen an und sind fertig. Ja. Wir nicht. Wir brauchen so 20 Jahre, bis wir irgendwas können. Ja. Also laufen geht ganz gut, sprechen auch irgendwann ganz gut, aber bis wir wirklich was können und uns auch, bis wir selbstständig sind und uns wirklich selber versorgen können, ja, in einer Gemeinschaft von denen, die das tun, brauchen wir wirklich eine ganze Weile. Und was machen Gehirne nicht im Gegensatz zum Computer und Downloads, sondern die entwickeln sich und lernen. Und das Ganze geht vor allem in der Kindheit sehr schnell. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das ist eine Folie von einem englischen, amerikanischen Wirtschaftswissenschafts-Nobelpreisträger. Der hat sich schon vor 15 Jahren darüber Gedanken gemacht, wie sich eigentlich die Rendite von Bildungsinvestitionen in Abhängigkeit vom Alter des zu Bildenden verhält. Nach dem Motto, wenn Sie einen Euro in Bildung stecken wollen, wo tun Sie denn hin, damit Sie am meisten Bildung für den Euro kriegen? Antwort: in den Kindergarten. Das ist das, was hier steht. Ja? In der Schule geht es auch noch ganz gut. Ne? Schule geht auch noch. Ja, und danach irgendwie ist es nicht mehr so dolle. Ja? Bevor Sie depressiv nach Hause gehen, weil die meisten sind jetzt da. Das hier muss so sein, weil Babys wissen gar nichts und können gar nichts. Und die müssen ganz schnell lernen, tun die auch. Und so eins, wenn man eine Fremdsprache lernt, paukt man eine Vokabel 10-mal, 20-mal, hat sie immer noch vergessen. Ein Kind schnappt sie mit ein-, zweimal auf. Wir wissen alle Eltern, wenn das Kind sprechen lernt, wie affenschnell das geht. Und wie die ein Wort sofort kapiert haben und das nächste dazu lernen. Und alle paar Minuten ein neues Wort lernen. Müssen die auch, weil man hat ja nur, ja, bis sie 6 sind, wie viele Tage hat man da? 350 mal 6, das sind so 2000. Wie viele Wörter kann man, wenn man in die Schule geht? 10.000 oder mehr. Das heißt, da müssen sie jeden Tag mehrere lernen, sonst geht es gar nicht. Und dann die ersten paar Jahre, das erste Jahr, da lernen sie noch nicht so viel. Das heißt, sie haben eigentlich nur 5 Jahre Zeit. Und in den 5 Jahren müssen sie dann die ganze Sprache lernen. Und es funktioniert, einschließlich aller grammatischen Regeln, die sie zwar nicht auswendig können, aber sie werden richtig angewendet, weil wenn sie in die Schule kommen, sprechen sie grammatikalisch richtig Deutsch. Also nochmal, bevor sie depressiv werden, das muss ich kurz loswerden, das ist mir wichtig. Ja. Wir lernen anders, nicht so wie ein Baby, durch einfach Aufschnappen von Neuem, sondern wir benutzen das, was wir schon wissen, und satteln auf das vorhandene Wissen noch was obendrauf. Und das hört sich jetzt eigenartig an, aber überlegen Sie mal. Sie wissen das nämlich eigentlich, aber Sie wissen nicht, dass Sie es wissen. Stellen Sie vor, Sie haben hier zwei Deutsche. Der hier kann Deutsch und der kann Deutsch und 4 Fremdsprachen. Jetzt lernen die beide eine neue Fremdsprache, die sie beide noch nicht können. Wer lernt das besser? Der hier oder der? Wer ist für den, der nur Deutsch kann? Der lernt's? Oder wer ist für den, der es... Ja, genau. Der schon 5 Sprachen kann, lernt die nächste leichter. Musikinstrument, der kann auch keins, der kann schon 4, die lernen ein neues, wieder der besser. Werkzeug, der hat es mit Werkzeugen nicht, der hat eine ganze Werkstatt im Keller. Beide kaufen sich ein neues Werkzeug, wer lernt schneller mit dem Ding umzugehen, wieder der. Merken Sie was, wird langweilig. Was habe ich Ihnen jetzt eigentlich gezeigt? Haben Sie mal jemanden getroffen, der gesagt hat, du, ich kann 5 Sprachen, meine Sprachzentren sind langsam voll? Nee. Sie lachen. Aber was Sie jetzt durch Lachen haben, ist, dass Ihnen ein Sachverhalt klar ist. Wenn ich den jetzt mal anders formuliere, werden Sie sich ganz schön wundern. Schauen Sie, mein Computer hier, der hat eine Festplatte. Wenn die zu 50% voll ist, passt noch 50% rein. Wenn die zu 95% voll ist, passt noch 5% rein. Das ist völlig klar. Wie ist es mit Ihrem Gehirn? Das hat die völlig aberwitzige Eigenschaft, je mehr da schon drin ist, desto mehr passt noch rein.
Es gibt Leute, die können 20 Sprachen, die lernen die 21. in 6 bis 8 Wochen. Ja. Nochmal, je mehr hier schon drin ist, desto mehr passt noch rein. Das ist Fakt. Ja. Nochmal zurück dazu. Jetzt wird Ihnen erst klar, wie schwachsinnig das hier ist. Denn alles, was Sie in Kindheit und Jugend nicht lernen, das schafft hier nicht Platz für was anderes. Blödsinn. Ja. Wir lassen mal Englisch in der Schule weg, da können wir mit 20 besser Chinesisch lernen, weil noch Platz ist. Würde kein Mensch behaupten, wenn der halbwegs bei Trost ist. Ist ja auch Quatsch. Ja? Aber mit sowas werden wir täglich gesegnet, mit solchem Unfug, nach dem Motto, ja, die Leute, die jungen Leute, die können vieles nicht, aber dafür können sie was anderes, weil sie Platz für was anderes haben. Das ist Unsinn. Man muss hier ganz klar sagen, alles, was sie in Kindheit und Jugend nicht lernen, das hat nicht dann Platz freigehalten für das, was sie als Erwachsene lernen können. Dann ist es genau andersrum. Was sie in Kindheit und Jugend nicht lernen, das behindert sie bei weiterem Lernen. Umgekehrt, alles, was sie in Kindheit und Jugend gelernt haben, das sorgt dafür, dass lebenslanges Lernen für sie kein Problem ist. Das ist eine ganz, ganz wichtige Einsicht, weil wir ständig erzählt bekommen, das sei nicht so. Es ist aber so. Und ich habe Ihnen die Beispiele, Sie haben ja sogar darüber gelacht, über jemanden, der sagt, ich kann schon 5 Sprachen, jetzt sind meine Sprachzentren voll. Ja. Diese Einsicht ist so wichtig, weil natürlich daraus folgt, was sollten wir denn in Kindheit und Jugend machen? Ja, dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche so viel wie möglich lernen können. Das machen die sowieso gerne. Sie wissen, die sind hochmotiviert, was zu wir machen es dann nur irgendwie so, dass sie irgendwann mal keine Lust mehr haben. Das ist natürlich kein. Wir sollten dafür sorgen, dass sie immer Spaß am Lernen haben. Und das haben sie eigentlich. So sind die Kinder und junge Menschen gebaut. Wir Menschen sind gebaut. Wir sind die neugierigsten Wesen, die es gibt. Weil wir schleppen so ein Riesenhirn mit rum. Das lohnt sich nur, wenn es auch was kann. Ansonsten schleppen sie es rum. Sie müssen es versorgen. Sie müssen 1/5 dessen, was sie essen, geht ins Hirn. Obwohl es nur 2% des Körpergewichts wiegt. 20% ihrer Nahrung geht da rein. Und das Ding verbrät es dann einfach. Es ist so. Und selbst wenn Sie nichts denken, braucht es 20% dessen, was Sie essen. Und wenn Sie dann viel denken, dann braucht es halt noch 0,5% mehr. Oder so. Das ist aber nicht viel. Weil es dauernd aktiv ist und dauernd was macht. Und diese Einsichten sind extrem wichtig. Denn was wollen Sie, dass in Kindheit und Jugend Bildungsprozesse optimal laufen? Denn da bildet sich Ihr Gehirn. Das können Sie ganz wörtlich nehmen. Denn da bilden sich Synapsen. Und Synapsenbildung, das ist sozusagen, da läuft Geist dadurch in Nervenzellen, indem die sich miteinander unterhalten, mit elektrischen Signalen, egal ob sie denken, fühlen, wollen, handeln, was planen, ist völlig egal. Es sind immer Nervenzellen, die sich Impulse zuspielen. Dadurch ändern sich die Verbindungen zwischen ihnen und das ist der Speicher. Wir haben es also auch nicht wie im Computer, hier wird die CPU, hier wird gerechnet, hier wird gespeichert. Nö, das Hirn schiebt sich Informationen zu, die Nervenzellen gegenseitig, diese Milliarden, ja, über nochmal 1 Million Milliarden Synapsen, die ändern sich durch die Benutzung der Verbindungen und diese Änderung, die nennen wir Lernen. Und die Summe aller Änderungen ist der Speicher. Das ist nebenbei nicht meine Meinung, das ist einfach Fakt. Und das hat die letzten 50 Jahre Neurowissenschaft, hat das immer und immer und immer wieder gezeigt. Und was folgt daraus? Weil wir würden uns doch besser ein bisschen mehr Gedanken darüber machen, was mit Kindheit und Jugend mit dem Gehirn passiert. Und um Ihnen mal zu zeigen, wie wichtig das alles ist, möchte ich ein Beispiel bringen, das Sie jetzt wundern wird, aber ich möchte es so einleiten. Die Augen sind entwicklungsgeschichtlich ein Teil des Gehirns. Die Netzhaut ist ein Teil des Gehirns, denn die enthält Nervenzellen, die sogar schon Signalverarbeitung betreiben. Das weiß man. Ja? Also Augen gehören zum Gehirn und die Augen wachsen. Und kleiner sind als erwachsene Augen. So, jetzt betrachten wir mal Kurzsichtigkeit. Das ist was jetzt kommt, ist 8. Klasse Biologie. Aber das haben wir ganz schnell. Das ist ein normales Auge, sieht scharf. Das ist ein Auge, das ist ein bisschen zu lang und deswegen schneiden sich die Strahlen vor der Netzhaut und deswegen sieht das Auge nicht gut. Und deswegen brauchen Sie eine Brille und dann sehen Sie wieder scharf. Man nennt diesen Zustand Kurzsichtigkeit. Das ist ein Kinderauge. Kinderaugen sind zu klein, deswegen sehen die nicht ganz scharf. Jetzt wäre es geschickt,
wenn die Augen einfach so lange wachsen, bis sie scharf sehen. Und das Interessante ist, wir wissen heute, dass es genau so ist. Im Augenhintergrund auf der Netzhaut sitzt ein Mechanismus, der so lange das Bild ein bisschen unscharf ist, sagt, Auge mehr wachsen. Wachsen, wachsen, wachsen. Und wenn dann das Bild scharf wird, dann sagt dieser Mechanismus, stopp, aufhören mit wachsen. Sodass jedes Auge automatisch genauso groß wird, bis es scharf ist. Genial, oder? Das hat man zum ersten Mal bei Küken rausbekommen, denen man nach dem Schlüpfen gleich verschiedene Brillen aufgesetzt hat. Mit Velcro, damit sie nicht runterfallen. Und dann hat sich herausgestellt, je nach Brille wächst das Auge unterschiedlich. Ja, wenn sie eine Zerstreuungslinse reinmachen, die die Strahlen weitermacht, wird das Auge länger. Wenn Sie eine Fokussierungslinse wie eine Lupe reinmachen, dann werden die Strahlen schon vorfokussiert vor dem Auge. Dann braucht das Auge nicht so lang zu werden, wird es also kürzer. Das hat man gefunden in den 80er Jahren. Es war ein Kollege aus Tübingen, der hat es tatsächlich durch Experimente rausgefunden. Augen wachsen, bis sie scharf sind. Genial. Einzige Problem ist, wenn Sie dauernd in die Nähe gucken, dann schneiden sich die Strahlen, weil sie von da kommen, weiter hinten, wenn sie von da kommen, der Winkel ist etwa der gleiche, und wenn sie von da kommen, schneiden sie halt weiter hinten. Und was macht ihr Auge? Es wird länger. Wenn sie viel in Kindheit und Jugend, solange das Auge wächst, nebenbei, wie lange wächst das Auge? Bis etwa Mitte 20. Das ist interessant. Warum? Wie lange entwickelt sich das Gehirn? Bis etwa Mitte 20. Augen sind eben ein Teil vom Gehirn. Die entwickeln sich bis Mitte 20. Die meisten Ihnen können deswegen so viel, so nah ins Buch gucken oder auf Ihr Handy, wie Sie wollen. Ihre Augen sind fertig, das stört Ihre Augen nicht mehr. Wenn Sie aber unter 20 sind und Sie gucken dauernd so, dann fördern Sie noch die Tatsache, dass Sie irgendwann eine Brille brauchen. Wie lange weiß man das? Seit 140 Jahren. Damals hat ein Augenarzt schon gesagt, wenn die Kinder zu viel in Büchern lesen, brauchen sie irgendwann eine Brille. Das ist heute kein Problem mehr, weil der durchschnittsdeutsche Jugendliche etwa 20 Minuten am Tag liest. Das kann ich Ihnen schriftlich geben, macht nichts. Es ist aber doch ein Problem, weil schon vor 15 Jahren der durchschnittliche Jugendliche 5,5 Stunden in sein Smartphone geguckt hat. Und Bücher werden so weit weggehalten, Smartphones so weit. Warum? Das sind nicht nur die meistgebrauchten digitalen Endgeräte mit 5-6 Milliarden Nutzern. Jeder nutzt auch das Smartphone am meisten von allen anderen Geräten, die er auch noch hat. Und das kommt halt auch noch dazu, es ist das Kleinste. Und deswegen muss man es so nah ranhalten, um die Schrift zu lesen, die da drauf ist. Und genau deswegen ist das hier jetzt der Kurzsichtigkeitsmacher Nummer 1. Nicht mehr Bücher. Und wie extrem das ist, sehen Sie daran, dass der Kurzsichtigen in Südkorea bei über 95% liegt. In den letzten 2-3 Jahren ging es ein paar Prozent runter. Warum? Weil die südkoreanische Regierung massiv Werbung macht und den allen klar macht, hey, guckt nicht so viel in euer Smartphone, ihr braucht dann alle eine Brille. Ja. China, 80% Kurzsichtige, unter 20. Europa waren es mal 5%, dann waren es lange 30%, jetzt sind wir auf dem Weg zu 50%. Dazu gibt es Daten. Es ist so, wir haben jetzt 1,4 Milliarden Kurzsichtige und werden im Jahr 2050 knapp 5 Milliarden Kurzsichtige haben. Also die Hälfte der dann vorhandenen Weltbevölkerung. Auch das wissen wir. Jetzt können Sie sagen, naja, da brauchen wir halt alle eine Brille. Was regen Sie sich auf? So einfach ist es nicht. Denn man weiß, dass wenn die Augen so ein bisschen länglich sind, also deformiert sind, dann ist es gleichbedeutend mit dem erhöhten Risiko für 4 Augenkrankheiten, grauer Star, grüner Star, Makuladegeneration und Netzhautablösung. Und alle 4 sind Risikofaktoren für Erblindung ab dem Lebensalter von etwa 50. Alle 4. Und wenn man hochgradig kurzsichtig ist, dann ist die Chance, dass man mit 50 Ungrad, also ab 50 geht das, wird die Erblindung dann eben deutlich, dass man ab 50 blind ist, deutlich höher.
Mit anderen Worten, was wir jetzt haben, das ist eine Kurzsichtigkeitspandemie. So wird es auch in der Augenheilkunde bezeichnet. Das habe ich mir nicht ausgedacht. So heißt das in der Augenheilkunde-Literatur. Weltweit mehr Kurzsichtige, viel mehr als Corona-Patienten. Deswegen Pandemie hieß Corona ja auch schon. Und das ist echt erst recht eine Pandemie. Und diese Pandemie, die wird dazu führen, dass wir Millionen, und man kann so ausrechnen, es sind ein paar Dutzend Millionen mindestens extra Kurzsichtige beziehungsweise dann eben Blinde haben, wenn wir mal 2050 schreiben. Das wird passieren. Das ist jetzt schon klar, dass es so ist. Da gibt es x Literatur dazu. Das ist eine europäische Studie zu den Zahlen. Das hier ist Myopie 2050, eben 4,75 Milliarden oder 49,8% der Weltbevölkerung im Jahr 2050. Knapp eine Milliarde hochgradige Myopie. Und wenn von denen nur 10% blind werden, haben wir 100 Millionen zusätzliche Blinde weltweit. Das ist eine ähnliche Studie, die hat das Gleiche rausgekriegt, dass eben vor allem Screen Devices associated with myopia in the age of 16 to 17, also bei Jugendlichen gilt, dass die Nutzung davon vor allem kurzsichtig macht, 2020 erschienen. Sie sehen, das, vor 10 Jahren wusste man das noch nicht. Heute ist es durch. Na, im Geist, im Netz finden Sie darüber nichts. Warum? Das wusste ich nicht. Und die Augenärzte auch nicht. Vor etwa 10 Jahren ging es los mit den Erkenntnissen. Und da muss ich es erst mal rumsprechen und dann muss man mehr Untersuchungen machen. Hier gibt noch viel mehr, die da, hier steht, dass es 250 Milliarden kostet jährlich, um sich darum zu kümmern ordentlich. Das ist eine Untersuchung. Während der Lockdown-Maßnahmen in Wuhan, das ist kein Witz, da gab es einen Augenarzt, der hatte zufällig die Jahre vorher Augapfellängen von Kindern gemessen und dann gefunden, dass im Und was machen Kinder im Lockdown? Gucken mehr auf Bildschirme. Im Lockdown war das Augenwachstum 2,5 Mal so schnell wie in den Jahren vorher, in der Zeit, wo er es gemessen hat. Also das kam eben alles raus. Computer macht myop, das ist eine andere große Studie, auch 2020, 2021. Es ist besonders schlimm, sogar im Kindergarten. Was kann man machen? Man hört ja oft von Medienpädagogen, wir müssen nur richtig hingucken. Sie können hingucken, wie Sie wollen. Wenn Sie jung genug sind, schadet es. Ja. Da kann man nicht richtig hingucken. Ja. Die Dosis macht das Gift. Also wenn wir alle nur eine Viertelstunde, also vor allem wenn alle jungen Menschen eine Viertelstunde ihr Handy am Tag verwenden würden, würden sie deswegen nicht irgendwann eine Brille brauchen und mit 50 anfangen, blind zu werden. Aber wir reden nicht von Viertelstunde, das wissen Sie alle, sondern wir reden von 5-6 Stunden das da, plus Playstation, plus Netflix, plus alles andere noch obendrauf. Das ist das Problem. Ja, und dann in dem Falle gilt, wir müssen Kinder und Jugendliche davor schützen. Ganz klar. Und für uns Erwachsene ist kein Handlungsbedarf, weil uns betrifft es nicht. Unsere Augen sind ja fertig. Ja. Das ist nicht mit allen Dingen so. Es gibt andere Dinge, nehmen Sie Schlafstörungen. Da kann man zeigen, dass das ist eine große Studie aus Norwegen, an etwa 10.000 Jugendlichen, dass die vor dem Schlafengehen noch ihren PC verwenden, ihr Telefon, den MP3-Player, das iPad, die Spielekonsole oder das Fernsehen. Es sind einmal die Jungs und einmal die Mädchen. Und man sieht, es gibt wenige Unterschiede. Man kann sagen, die Mädchen, die chatten mehr und die Jungs, die sind eher an der Spielekonsole. Das kommt auch in allen Studien raus, die sich damit beschäftigen. Und was kann man da machen? Das betrifft alle. Und es ist nicht gut, wenn Sie abends noch viel am Bildschirm sind. Sie haben alle gehört, es ist vor allem das blaue Licht, was die Schlafhormonfreisetzung stört. Das ist auch so. Aber selbst wenn Sie dann so eine App runterladen, dass das blaue Licht ausgeblendet wird, das gibt es ja schon lange. Ja. Also wenn Sie abends vor dem Schlafen gehen, Space Invaders abschießen, die Sie lebensbedrohlich von außen angreifen, oder wenn Sie chatten und erfahren, dass sich Ihr Beziehungsstatus geändert hat, dann schlafen Sie auch schlecht, weswegen es eben kein Technical Fix für alles gibt. Ja? Und deswegen kann man nur sagen, Eltern, bitte achten Sie drauf, nach dem Abendessen gibt es kein Handy mehr. Fertig. Das ist die einfachste Regel, kann man sich gut merken. Wenn man dann noch die Regel 2 hat, nämlich vor dem Abendessen auch nicht, dann ist man ganz auf der richtigen Seite. Während des Lockdowns sind vor allem Kinder und Jugendliche in unglaublichem Ausmaß dicker geworden.
etwa so alle 10 Tage ein Pfund. Hat eine österreichische Studie ergeben, die da hier. Da hat man mal 700 Kinder untersucht. Und die WHO hat erst vor kurzem gezeigt, wir haben nicht nur eine Kurzsichtigkeitspandemie, nein, wir haben auch, und das heißt bei der WHO so, eine Inaktivitätspandemie. Die WHO hat ja Empfehlungen rausgegeben, wie mit in welchem Alter Kinder wie viele Schritte machen sollen. Und es zeigt sich, dass schon im Kindergartenalter die meisten Kinder nicht genug Schritte machen, so viel wie die WHO eigentlich meint. Bei Kindergartenkindern sind es 11.500 Schritte am Tag. Wir haben Kindern mal Fitnessarmbänder umgehängt und haben einfach gemessen, wie viele Schritte machen die. Die wenigsten machen 11.500 Schritte am Tag. Eher noch nebenbei die Waldkindergartenkinder. Die machen deutlich mehr Schritte jeden Tag. Klar, die sind ja auch draußen und stolpern da rum. Und das sollen sie auch. Warum? Das ist gut für sie. Ganz schlecht schneiden deutsche weibliche Jugendliche ab. Weniger als eines von 10 Mädchen im Alter von 14 bis 18 erfüllt die WHO-Kriterien für genug Bewegung täglich. Also über 1 von 10 ja, liegt innerhalb dessen, was die WHO befürwortet. Alle anderen zu wenig. Bei Jungs ist es so 1 von 7. Das ist ein bisschen besser, aber auch nicht richtig gut. Ja. Bei den Finnen sind es nur 16% der jungen Leute, die Kriterien nicht erfüllen. Also man muss das wissen, um zu wissen, wie wichtig das ist. Denn Sie wissen, aus dicken Kindern werden dicke Erwachsene. Das ist ein Risikofaktor für Diabetes, für Bluthochdruck. Das wiederum ist ein Risikofaktor für Schlaganfälle und Herzinfarkte. Und das ist die häufigste Todesursache bei uns gerade. Übergewicht ist auch ein Risikofaktor für Krebs. Das ist die nächsthäufige Todesursache. Also wir haben häufige Todesursachen, die noch häufiger werden, wenn Sie Übergewicht haben. Genau deswegen ist es so ein Problem. Denn nochmal, digitale Medien fördern Inaktivität und das fördert Übergewicht. Riesenproblem, weltweit. Jetzt komme ich endlich zu meinem Thema, denn ich bin Psychiater. Womit kenne ich mich aus? Ja, mit seelischen Schäden. Und da haben wir halt welche. Und da möchte ich nur ein paar Worte zur Sucht verlieren. Es heißt immer, ach Herr Spitzer, das gibt's doch gar nicht. Klar gibt es Kokain- und Alkoholsucht, aber es gibt doch keine Smartphone-Sucht. Kann ich nur sagen, doch. Es gibt auch eine Facebook-Sucht. Eine Mutter kommt mal zu mir nach so einem Vortrag, Herr Spitzer, was halten Sie davon? Ich habe meinem Sohn ein Smartphone abgenommen, hat er mich in die Hand gebissen. Also, wenn man die Hand beißt, die einen füttert, wörtlich, ja, dann nenne ich das Sucht. Und es gibt keinen Grund, es nicht Sucht zu nennen. Oder wenn, stand heute in der Bild-Zeitung, hat jemand einem jungen Jugendlichen die PlayStation abgenommen und dann wurde die weibliche Person verprügelt, bis sie sich nicht mehr gerührt hat, weil sie in der PlayStation jemand weggenommen hat. Ich meine, wer so reagiert, der reagiert so wie ein Süchtiger, dem man seinen Suchtstoff wegnimmt. Wird aggressiv, hält es nicht aus, ist kribbelig, kann sich nicht mehr unter Kontrolle haben. Und das sind eindeutige Suchtkriterien. Und wir wissen das, wir wissen also, das sind Studien zur Mediensucht. Schauen Sie mal, das ist vor Corona und die helleren Schulen und dann nach Corona ein normaler Schultag. Und die hat man nur Online-Medien, also bei den Mädchen und Spiele, also vor allem bei den Jungs, erfasst. Und man sieht hier, das ging rauf an einem Schultag von 200 Minuten vor Corona auf 350 Minuten nach Corona, da sind wir also schon fast bei 6 Stunden, und am Wochenende oder Ferien oder eben auch Lockdown, da ging es hoch von 350 Minuten auf 450 Minuten, da sind wir schon bei über 7 Stunden. Und nochmal, hier reden wir nur über Chatten und Spielen, da kommt also Netflix noch oben drauf. Und was man sonst noch so alles an Bildschirmen verwenden kann, von Videos gucken mal gar nicht zu reden, die man vielleicht auf der CD oder sonst wo drauf hat. Ja. So viel kann nur Sucht erzeugen, und ich zeige Ihnen mal ein Bild von Kokainsucht, eines der ältesten überhaupt,
Da haben Gehirnforscher zum ersten Mal das Kunststück fertiggebracht, jemandem Kokain zu spritzen, dann im Scanner nachzugucken, was sich im Hirn dabei ändert. Und da sieht man, das Ding hier leuchtet, das ist der Nucleus Accumbens, der hat ganz viel mit positivem Erleben, der hat aber auch ganz viel, es ist ja nicht unser Suchtzentrum. Ja, da steckt Kokainsucht, aber es ist nicht für Kokainsucht da. Ja? Also Ihr Oberschenkel ist ja auch nicht Ihr Oberschenkel, sondern eigentlich laufen Sie mit dem Ding. Ja? Aber es kann halt auch kaputt gehen und dann bricht es halt der Oberschenkel. Ja? Und wenn das Ding kaputt geht, dann haben Sie Sucht, aber Sie sind jetzt deswegen nicht Ihr Suchtzentrum. Die Frage ist, was machen Sie eigentlich mit dem Ding? Wissen wir heute. Sie haben positive Affekte, Sie lernen schnell, Sie sind neugierig, Sie sind hochmotiviert. Dafür haben wir das. Deswegen ist auch klar, was hat der Kokainist, der sich nur mit Kokain das Ding noch irgendwie anschubsen kann, nicht mehr. Der hat keine Motivation, dem geht es schlecht. Ja, dem geht es nur schlecht und dann will er wieder Kokain haben. Aber er fühlt sich nicht einmal gut danach. Er will nur, dass es ihm nicht so schlecht geht und deswegen nimmt er es. Und das ist ja auch das Charakteristikum von Sucht, dass die Menschen, die süchtig nach dem Stoff sind, gar nicht mehr den Stoff genießen können, sondern einfach nur sich schlecht fühlen und durch den Stoff sich dann nicht mehr ganz so schlecht fühlen. Das ist das, was Sucht charakterisiert. Ja. Ich habe Ihnen das gezeigt, damit Sie sehen, das hat man vor 25 Jahren schon, oder fast 30 mittlerweile, so zeigen können. Ja. Und jetzt zeige ich Ihnen, die ist noch nicht so alt, hier hat man einfach mal Folgendes gemacht, 2014 publiziert, man hat die Leute in die Röhre gelegt und dann hat man ihnen das F von Facebook gezeigt. Und vorneweg hat man ihnen schon einen Fragebogen gegeben. Es gibt Fragebögen zur Smartphone-Sucht, zur Computersucht, auch zur Facebook-Sucht und Handysucht. Und da gibt's Instrumente, die sind validiert, die sind sozusagen wissenschaftlich eindeutig erwiesen, dass sie funktionieren. Hat man hier gemacht. Und jetzt zeige ich Ihnen ein Bild. Das zeigt Ihnen links, welche Gehirnaktivität losgeht, wenn einer das F von Facebook sieht. Und was Sie hier sehen, ist die Punkte. Da sehen Sie den Facebook Addiction Score. Und Sie sehen, da gab es welche, die waren nicht so sehr Facebook-süchtig. Und dann gab es welche, die waren sehr Facebook-süchtig. Das ist hier aufgetragen. Und hier ist aufgetragen, wie stark das Ding hier aktiv war. Nach dem Motto, je Facebook-süchtiger, desto mehr Aktivität. Links ist Facebook und rechts ist Kokain. Plakativer kann man immer sagen, dass es in beiden Fällen um Sucht geht. Ja? Denn nochmal, dieses Bild zeigt, diese Strukturen sind umso stärker aktiv, je mehr Sucht besteht. Ja. Also ich will es deswegen, ich mache das so plakativ, weil natürlich gibt es komplexe Untersuchungen, komplexe Forschungsdaten, die das auch ganz klar zeigen. Ja? Aber mein Punkt ist, hey, man kann davon Bilder machen und die sehen eigentlich genau gleich aus. Ja? Wie kann man dann behaupten, das ist was völlig Verschiedenes? Das kann man nicht und man tut es auch nicht. Man weiß schon seit Jahrzehnten, dass es Spielsucht gibt. Und die Spielsucht kann man tatsächlich mit Medikamenten behandeln, die auch bei Alkoholsucht wirken. Und die wirken dann bei Spielsucht tatsächlich auch. Das ist es. Deswegen wird in der Medizin eben nicht mehr von Sucht als einer Persönlichkeitsvariante gesprochen, hat man vor 100 Jahren gemacht oder sogar noch vor 50, sondern man sagt, das ist eine Krankheit. Und die kann man behandeln. Das kann man tatsächlich. Ja. Aber man muss sie halt dann diagnostizieren und dann auch richtig behandeln. Und deswegen ist es wichtig. Und wenn man das weiß, dann ist natürlich auch klar, dass es die nicht stoffgebundenen Suchten gibt und dass wir die. Der Bub, die Mutter in die Hand beißen, um klarzumachen, dass hier um Sucht geht. Angst, Depression, das ist so banal, dass es wirklich durch ist, jeder weiß, deswegen will ich hier gar nicht so viel drüber reden. Hier ganz klar, dass wenn Sie, gerade wenn junge Mädchen Facebook nutzen, die tun das oft stundenlang, ja, dann sind sie, das hat diese Studie ganz schön gezeigt, hinterher depressiver. Jetzt kann man sagen, ah ja, die Depressiven sind halt in Facebook. Nein, man konnte ganz klar zeigen, man ist erst in Facebook und dann depressiv. Denn man hat hier Längsschnitt immer wieder Beobachtungen gemacht. Sowohl von Facebook-Nutzung als auch von Depressivität. Und wenn Sie 2 Wochen viel in Facebook sind, dann sind Sie hinterher unzufriedener mit Ihrem Leben. Auch das kam hier noch raus. Große Studie aus 2017 an einer guten 500.000 Jugendlichen in den USA, Männern und Jungen und Mädchen.
Und hier konnte man zeigen, dass je mehr Zeit die im Internet verbringen, desto eher neigen sie zu Suizidgedanken. Also desto suizidaler sind sie. Das ist der Zusammenhang. Sie sehen hier weniger als eine Stunde im Netz und mehr als fünf Stunden im Netz. Und Sie sehen, die Suicide Risk Factors, das geht rauf, ganz deutlich rauf. Egal, ob Sie es nur die beiden Variablen miteinander in Beziehung setzen, bivariat oder mit Kontrollvariablen. Man kann auch noch gucken, sind die arm oder reich, gebildet oder ungebildet, spielt überhaupt keine Rolle. Das zeigt die graue Kurve. Also was Sie hier sehen ist, hier geht es tatsächlich um was. Und was weiterhin noch gezeigt wurde, ist, dass tatsächlich die Suizide in einem Beobachtungszeitraum, den man hier verwendet hat, nämlich in den 10 Jahren von etwa 2005 bis 2015, haben in den USA die Suizide bei jungen Frauen um 100% zugenommen, bei jungen Männern um 30%. Also wir reden hier nicht von irgendwas. Es ist tatsächlich passiert. Aber man konnte eben diesen Zusammenhang auch finden. Das heißt, den gibt es eben auch. Und man weiß zumindest, dass das auf jeden Fall eine Rolle gespielt haben muss. Das weiß Facebook. Stand im Wall Street Journal schon vor einer Weile. Aber macht natürlich nichts dran. Warum? Ja, das gehört zum Geschäftsmodell von Facebook, dass man da drin ist, sich mit anderen vergleicht und deswegen auch meistens schlecht abschneidet bei dem Vergleich, weil die anderen noch besser mit Photoshop umgehen können und ihr Porträt noch schöner machen können und noch einen schöneren Lebenslauf sich ausdenken können, der dann ihrer sein könnte. Und dann muss man natürlich zeigen, wie toll man ist. Und diese sozialen Vergleichsprozesse, die machen alle Beteiligten unglücklich. Und das ist halt das Problem. Wir haben weniger Empathie. Ja, wie sollen Sie, wenn Sie viel mit Bildschirmen umgehen und wenig mit Menschen, wie wollen Sie da Mitgefühl entwickeln? Da ist ja keiner. Und Mitgefühl entwickelt sich tatsächlich im Umgang mit anderen. Und weil wir immer weniger Umgang haben, das hat diese Studie gezeigt, geht unser Mitgefühl über die Jahrzehnte hinweg in den Keller. Hier wurden immer wieder College-Studenten befragt, von den 70er Jahren angefangen bis in die Nullerjahre. Und Sie sehen, gerade in den letzten Zeit ist es am stärksten abwärts gegangen mit der Empathie. Hier wurde beides gemessen, das Gefühl und das Denken, was mit Empathie was zu tun hat. Ganz kurz, Mitgefühl ist zunächst mal was Emotionales. Der fühlt was und Sie fühlen das auch, weil er das fühlt. Wenn jemand weint, fühlen Sie mit. Dadurch, dass Sie wissen, wie sich jemand fühlt, können Sie aber auch Folgendes machen. Sie können sich, wie man sagt, in seine Schuhe versetzen oder Sie können in seine Haut schlüpfen oder die Welt mit seinen Augen sehen. Sie wissen, was ich meine. Sie können Ihre Perspektive wechseln und können dessen Perspektive einnehmen. Und das ist ein Denkakt. Das ist kein Gefühl mehr, das ist Denken. Und sowohl das Gefühl als auch das Denken gehört zu dem, was man Empathie nennt, dazu. Das sind beides Aspekte von Empathie. Wir reden von Mitgefühl und von Perspektivenübernahme. Und beides gehört zur Empathie. Und beides geht in den Keller. Beides brauchen Sie aber. Ja? Und hier schön gezeigt, je mehr Sie vom Bildschirm verbringen, desto weniger Empathie haben Sie. Gemessen wurde das Empathie für Eltern und Empathie für Freunde. Ja. Warum? Ja, Empathie brauchen Sie. Wie soll eine Demokratie funktionieren, wenn wir kein Mitgefühl mehr für die anderen haben? Wie sollen wir dann solidarisch sein? Das geht ja nur, wenn man Mitgefühl hat. Ja. Oder sich vorzustellen, wie man miteinander was lösen kann, da braucht man auch Gemeinschaft. Und dafür brauchen wir ganz basale Grunderfahrungen, wie eben Mitgefühl. Und wenn es da in den Keller geht, dann geht es mit den Grundfesten unserer Gesellschaft in den Keller. Und das macht mir Sorgen. Dass digitale Medien der Gehirnentwicklung und Bildung schaden, das ist jetzt fast langweilig. Warum? Weil, ja, das ist auch so. Ja. Ich habe jetzt eben auf emotionale Dinge, die mir mindestens genauso wichtig hingewiesen, aber ich sage es mal kurz, das wollen wir natürlich nicht, sowas auch nicht, ja, und sowas auch nicht. Ja, dann sehen Sie die verrückte Denke, das Ding kann man kaufen. Kostet 36 Euro. Ich wollte das Foto machen, deswegen habe ich es gekauft. Das habe ich auch gekauft und das ist einer meiner Enkel. Aber der hat ja nur einmal drin gelegen fürs Foto.
ich meine, zeigt die Verrückte hier, die hier vorgetragen wird. Ja, hier wird doch mit den Eltern gesagt, hört mal her, euer Kind verbringt doch ganz viel Zeit damit, wie man auf dem Töpfchen, wie man das macht so mit der Sauberkeit. Und jetzt haben wir was, weil wenn das so viel Zeit dauert, auf dem Töpfchen hockt, dann wäre es doch schön, es könnte in der Zeit was lernen. Und deswegen haben wir dieses Gerät erfunden, ein Babyklo mit iPad-Halter. Die iPads müsst ihr extra kaufen, aber die Software, die kriegt ihr. Völliger Unsinn, weil ein Baby in dem Alter kann vom Bildschirm nichts lernen. Das ist nachgewiesen, schon lange. Ja. Völliger Nonsens. Aber mit sowas wird Geld verdient. Und Eltern, die sich besonders Mühe geben wollen, denken, ah ja klar, das Kind sitzt lange auf dem Töpfchen, könnte was bei lernen, wäre doch toll. Ja. Die kaufen sowas auch noch. Und merken gar nicht, dass es hier ums Anfixen geht. So nennt man das in der Drogenszene. Wenn man so langsam mit einer Droge anfängt und dann irgendwann Sucht erzeugt. Das tut es tatsächlich. Ja, Wischen ist nicht so gut. Ja. Vor allem, wenn man mehr mit seiner Bildungskarriere machen will, als nur Wischen. Es gibt mittlerweile dazu super gute Studien. Das ist eine Studie an 2.500 Müttern mit ihren Kindern, die wurden im Alter von 2, 3 und 5 Jahren untersucht, nämlich wie weit ist das Kind entwickelt. Und die Mutter wurde immer gefragt, und wie viel Zeit verbringt ihr Kind am Bildschirm? Das kommt raus. Sorry, so wird es heute publiziert. Aber ich habe die Kreise bunt reingemalt, damit Sie es sofort verstehen. Die Zeit vorm Bildschirm mit 24 Monaten, die hat einen negativen Einfluss auf die Ergebnisse, der Test hieß ASQ3, das ist egal. Aber die haben einen negativen Einfluss auf die Entwicklung mit 3 Jahren. Umgekehrt ist es nicht so. Also die Schwächeren in der Entwicklung, die haben nicht mehr Bildschirm. Also es ist nicht so, dass die Schwachentwickler mehr Zeit vom Bildschirm verbringen. Nein, es ist so, dass mehr Zeit vom Bildschirm die Entwicklung schwächt. Deswegen war es so wichtig, dass man das alles mehrfach untersucht hat. Das Gleiche sehen Sie hier bei den Blauen. Die Zeit vom Bildschirm mit 3 Jahren wirkt sich negativ auf die Entwicklung mit 5 Jahren aus. Und wieder, nicht umgekehrt. Diese gestrichelten Pfeile, die existieren nicht. Die könnten existieren, aber sie existieren nicht. Da steht eine 0,1 dran, 0,01 und hier eine minus 0,013 dran. Das ist kein Effekt. Kindergarten und Bildschirm. Nach dem Motto, im Kindergartenalter ein deutlicher negativer Effekt auf die Gehirn. Gemessen in einer kanadischen Studie an 2.500 Kindern. Also das ist nicht nix. Ja. Hier haben sie eine Studie an 4.500 Kindern aus den USA, die waren 8 bis 11. Und da hat man wieder geguckt. Man hat geguckt, wie schlafen die, machen die Sport und wie viel und wie viel Zeit verbringen die vorm Bildschirm. Und rauskam, wenn die mehr schlafen, ist die Hirnentwicklung besser. Wenn sie mehr Sport machen, ist die Gehirnentwicklung besser. Der Effekt ist etwa so groß. Wenn sie mehr vorm Bildschirm hängen, ist die Hirnentwicklung schlechter und der Effekt ist etwa so groß. Das kam raus. Es gibt Effekte auf die Gehirnentwicklung. Vom Schlaf und vom Sport sind sie positiv und klein. Von Bildschirmmedien sind sie negativ und stark. Nochmal, 4.500 8- bis 11-Jährige in den USA. Die Studie ist auch in 3 Jahren jetzt publiziert, 2018, 19. Weniger Aufmerksamkeit, das glauben Sie mir sofort, dass Bildschirmmedien Aufmerksamkeitsstörungen machen. Das ist eine große chinesische Studie an 7.100 Jugendlichen, wo das ganz klar gezeigt wurde. Mehr Zeit vorm Handy, mehr Aufmerksamkeitsstörungen. Das ist nochmal eine Studie, die habe ich gedacht, die zeige ich Ihnen ganz kurz. Die haben deutsche Kinderärzte gemacht und zwar jetzt nochmal bei Kindergartenkindern. Die haben 5-Jährige genommen, die zur U-Untersuchung den Müttern und haben die Mütter gefragt, wie viel guckt ihr Kind fern? Die Studie ist aus dem Jahr 2006. Da gab es noch gar keine Tablets und Smartphones, aber Fernsehen gab es. Und dann mussten die 1859 Kinder einen Mensch zeichnen. Einfach Blatt Papier, Bleistift, mal doch mal einen Mensch. Und dann hat man geguckt, wie viel gucken die Kinder fern. Und das Bild haut einen um.
oben 5 Zeichnungen von Kindern, die weniger als eine Stunde am Tag ferngucken. Unten 5 Zeichnungen von Kindern, die mehr als 3 Stunden am Tag ferngucken. Das hat man auch natürlich statistisch, das sind jetzt Beispiele, man hat es auch statistisch ausgewertet und es gab ganz signifikante Unterschiede, wenn man einfach nur zählt, gibt es Haare, gibt es Finger, gibt es Augen, gibt es Nase, gibt es Ohren, gibt es Arme, Beine. Wenn man das einfach nur zählt und abhakt und für jeden Ding einen Punkt vergibt, dann kommt ein ganz deutlicher Unterschied von etwa 5 Punkten raus zwischen diesen beiden Gruppen. Und was das bedeutet, sehen Sie hier. Und ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, mit denen da unten stimmt doch irgendwas nicht. Nochmal, der Unterschied ist 2 Stunden täglich Fernsehen. Sonst nichts. Und was haben wir heute? Heute muss man lachen über 2 Stunden Fernsehen. Ja? Heute werden die Kinder mit Tablets ruhiggestellt und mit Smartphones. Was habe ich Ihnen gesagt? Die machen die Gehirnentwicklung kaputt und die erzeugen Sucht. Was hat man denn vor 100 Jahren gemacht, wenn die Kinder gebrüllt haben? Kleines Mohnläppchen getränkt mit Alkohol und Mohn, ein Stoffläppchen unter die Zunge. Und dann waren die ganz sanft plötzlich. Und irgendwann kam er drauf, was habt ihr gemacht? Opium, Alkohol an Kleinkinder und Kinder? Das schadet der Gehirnentwicklung und erzeugt Sucht. Ja, deswegen machen wir es heute nicht mehr. Aber wir machen das Gleiche, sorry, nur mit anderen Mitteln. Die sind teurer und machen mindestens genauso viel Schaden. Weil es ist ja auch viel mehr, ist ab und zu mal so ein Mohnläppchen mit ein bisschen Alkohol drin, ist ja nichts gegen 5 Stunden am Tag. Sie haben es ja eigentlich fast geschafft. Denn mir geht es darum, Ihnen ein paar Prinzipien klarzumachen. Und wir haben ja eine halbe Stunde später angefangen, also ich höre auch eine halbe Stunde später auf, aber trotzdem haben Sie es bald geschafft. Sie haben alle, und deswegen ist diese Studie so interessant, die ist von Jenny Radesky gemacht, die ist Kinderärztin in New York. Und der ist schon vor längerer Zeit, als uns das aufgefallen ist, Folgendes aufgefallen. Da gibt es Mütter, die sitzen bei McDonald's oder Kentucky Fried Chicken mit ihrem kleinen Kind und essen da zu Mittag. Und das Erste, was sie machen, ist, sie holen ihr Smartphone raus. Und dann gucken sie da drauf und reden immer mit ihrem Kind. Haben Sie sicher alle schon mal beobachtet. Man möchte immer aufstehen und sagen, hey, red doch mal mit deinem Kind und jetzt mach dattel nicht so viel rum mit deinem Smartphone. Wenn Sie die Studie gesehen haben, stehen Sie das nächste Mal auf. Und möchten nicht nur. Warum? Die Studie zeigt, es ist schlimm und es ist vor allem schlimmer, als Sie denken. Schlimmer, als Sie denken. Ich erkläre es Ihnen, warum. Was Frau Radesky, als sie das erstmal gesehen hatte und dann auch tatsächlich bei McDonald's und Burger King ihre erste Studie gemacht hat, dann hat sie gesagt, ich will es im Labor zeigen. Und deswegen hat sie, es kein Witz, 225 Mütter mit ihren etwa 6 Jahre alten Kindern, die hat sie per Zeitungsannonce gesucht, hat gesagt, passt auf, wir zahlen euch ein Mittagessen. Ihr kommt zu uns in unser Forschungslabor und da kriegt ihr was zu essen. Nämlich 4 verschiedene Speisen, jeder einen Teller mit der Speise. Und das Einzige, was ihr erlauben müsst, wir filmen euch beim Essen. Sonst nichts. Und wir zahlen alles. Haben sich eben 225 gemeldet. Und was dann rauskam ist, das sah man ja, etwa ein Viertel, nämlich 23,1% der Mütter hat spontan das Handy rausgeholt beim Essen. Jetzt hatte man die Videos vom Essen. Die konnte man jetzt auswerten, ganz genau. Wie viel reden die miteinander? Wie oft sagt die Mutter, jetzt probier doch noch mal. Ja? Wie viel Blickkontakt, also nonverbalen Kontakt haben die? Achten Sie erstmal auf die linken Säulen, die grauen. Da sehen Sie Folgendes, dass wenn die Mutter das Smartphone gezückt hat, im Vergleich zu den Müttern, die das Smartphone nicht gezückt haben, dann gehen beim Mit-Smartphone-Essen die verbale Interaktion um 20%, die nonverbale um 40% und die Ermunterung, komm, isst du noch was, um 30% runter. Das Spannende war, wenn man denen was zu essen gegeben hat, was sie nicht kannten. Man hat da Hall wahrgenommen. Ich wusste auch nicht, was das ist, aber eine meiner türkischen Mitarbeiterinnen hat mir am nächsten Tag was mitgebracht. Es ist schrecklich süß und ganz fett. Und sonst schmeckt es eigentlich nach nicht viel, sorry, wenn ich das jetzt sage. Aber es ist eine ganz bekannte Süßspeise im nahöstlichen arabischen Raum.
Das kann ich dazu sagen. Also kann man kaufen in den Läden, die es hier gibt, mit entsprechenden Sachen. Nun haben die also was gegessen, was sie nicht kannten. Und was ist passiert? Die verbale Kommunikation geht um 40% runter, die nonverbale um 60% und die Ermunterungen um 70%. Also die schwarzen Säulen sind etwa doppelt so tief wie die grauen. Und was heißt denn das? Und es war immer dann, wenn man nicht wusste, was ist denn das? Bei den anderen Speisen, was Erbsen und Kartoffelbrei ist, das weiß man ja. Darüber muss man auch nicht groß reden. Aber merken Sie was? Das Handy macht vor allem dann die Kommunikation zwischen Mutter und Kind kaputt, wenn es was zu besprechen gäbe. Nämlich wenn man mit was Unbekanntem konfrontiert ist und dann kommunikativ sich darüber austauschen könnte. Ja. Es ist nicht nur so, dass das Handy die Kommunikation zwischen Mutter und Kind stört. Es ist vor allem so, und das ist neu, dass das Handy genau dann die Kommunikation stört, wenn es was zu kommunizieren gäbe. Deswegen sage ich, es ist schlimmer, als man denkt. Ja. Denn wir denken, na, das stört jetzt. Aber es stört vor allem dann, wenn man miteinander reden müsste. Das ist das Schlimme. Und da stört es massiv, das sehen Sie ja. Wenn man weniger aufmerksam ist, dann lernt man weniger. Und dazu nur ganz kurz vielleicht zwei Sachen, weil ich die so nett finde. Schauen Sie, das ist eine Studie an der Militärakademie in West Point. Sie haben vielleicht von dieser Kaderschmiede schon mal gehört. Das ist eine College und Uni in den USA, da werden wirklich nur Leute ausgebildet, die wirklich Karriere machen wollen. Das kostet richtig viel, wenn man da ist. Man muss richtig ranklotzen. Die Leute sind aber alle hochmotiviert, sonst wären die da nicht. Und sind fit. Das schreiben die Autoren auch. Und dann haben die sich überlegt, ja, wir müssten ja eigentlich digitalisieren. Aber bevor sie es gemacht haben, haben sie gesagt, probieren wir es doch aus. Und dann haben sie was gemacht. Das wurde leider viel zu wenig bislang gemacht. Sie haben gesagt, wir machen eine randomisierte, kontrollierte Studie. Wir haben nämlich 50 Klassen mit etwa 15 Studenten, also das sind 17-Jährige, man könnte auch sagen, das wäre die Oberstufe. Wir haben also 50 Oberstufenklassen und dann teilen wir die in drei Gruppen ein. Die eine kriegen ein Laptop und ein Tablet, die anderen kriegen nur ein Tablet und die anderen kriegen nichts. Und dann machen wir ein halbes Jahr Unterricht. Und dann gucken wir uns die Noten an bei den Prüfungen. Und dann gucken wir mal, was passiert. Und nochmal, die Zuteilung zu den Klassen war zufällig. Also das Los hat entschieden, welche Klasse was bekommt. Ja. Was kommt raus? Ganz simpel. Die mit Laptop und Tablet oder nur mit Tablet waren 20% schlechter als die ohne irgendwas. Und da schreiben die Autoren, hey, 20% schlechter. Bei hochmotivierten, cleveren Leuten. Der Effekt muss an allen anderen Bildungseinrichtungen dieser Welt größer sein als bei uns. Denn stellen Sie sich mal vor, Sie haben nicht so motivierte und nicht so clevere Leute. Dann schadet es natürlich noch viel mehr. So ist es nebenbei auch. Die Schwachen leiden immer am meisten unter der Digitalisierung. Das ist durch, das wissen wir längst. Ja. Und wie stark, das sehen Sie auch hier noch, Daten zeige ich noch, weil es der größte Datensatz ist, den ich kenne. Da hat man über 1 Million Daten, nämlich 10 Jahre PISA in über 50 Ländern dieser Welt, 32 OECD und dann noch gut 20 Nicht-OECD-Ländern. Und man hat geguckt, wie haben sich die PISA-Ergebnisse in diesen Ländern entwickelt, wurden die besser oder schlechter? In Abhängigkeit davon, wie viel in dem Land pro Kopf Schüler in die Digitalisierung von Schulen gesteckt wurde. Das kann man ja auch in Erfahrung bringen. Das haben die PISA-Wissenschaftler gemacht. Und wenn es einen positiven Zusammenhang gibt, dann müsste der so aussehen. Weniger Computer, dann nimmt die Leistung eher ab in den 10 Jahren, wo man geguckt hat. Mehr Computer, die Leistung nimmt zu. In der Mitte ist null, das heißt kein Unterschied. Und das ist der Unterschied der Ab- und Zunahme in Prozent. Ja? Das müsste rauskommen, wenn Digitalisierung von Schulen einen positiven Effekt hat. Das kommt raus. Nochmal, das sind Daten von 50 Ländern, Millionen von 15-Jährigen über 10 Jahre hinweg. Das können Sie nicht vom Tisch wischen und sagen, ist doch nichts. Ja? Also Australien, die haben im Jahr 2008 2,6 Milliarden australische Dollar ausgegeben, um ihre Schulen zu digitalisieren und sind danach richtig abgeschmiert.
Ein Jahr nachdem das rausgekommen ist, haben sie alles wieder abgeschafft, alles weggeräumt. Ja. Finnland war nicht mehr PISA-Sieger. Die haben dann viel digitalisiert und jetzt sind sie nicht gut. Die sind um 25% schlechter geworden in den 10 Jahren. Ja. Bei uns steht jede Woche in irgendeiner Zeitung, wir hinken hinterher. Und Sie wissen seit ein paar Jahren jetzt den Plan, dass man 5 und jetzt sind 6,5 Milliarden ausgibt, um Schulen endlich zu digitalisieren, damit wir endlich auch abschmieren. Also wie man anhand soll, es gibt diese Daten, die sind publiziert. Wie man heute noch sagen kann, wir müssen jetzt Schulen digitalisieren, um die Bildung zu fördern, ist mir völlig schleierhaft. Weil es gibt all diese Studien und noch viel mehr. Und die Studien, die immer genannt werden, das sind so 2, 3 Meta-Analysen. Eine kommt auch aus München. Sorry, aber die können Sie in der Pfeife rauchen. Da hat man dann verglichen Erdkundeunterricht am Computer oder einen Film gucken. Und dann hat man einen Erdkundetest geschrieben. Und dann kommt raus, die den Film geguckt haben, die wussten halt keine Erdkunde. Warum? Die haben ja einen Film geguckt. Und daraus hat man gefolgert, dass Computer im Unterricht gut sind. Das ist völliger Quatsch. Sie müssen ja Unterricht mit Unterricht ohne Computer vergleichen. Das hat man aber gar nicht gemacht. In der Meta-Analyse kommt diese Studie vor. Und wenn Sie viele solcher Studien haben, kommt raus, Computer sind toll. Nochmal, das haben Münchner Leute gemacht und publiziert. Und Kultusminister beziehen sich drauf und sagen, deswegen müssen wir Schulen digitalisieren. Das ist jetzt kein Witz, das ist so. Sie merken, ich habe Mühe, Ihnen das emotionsfrei zu erzählen. Ich habe wirklich Mühe, Ihnen das emotionsfrei zu erzählen. Das kann man alles nachgucken. Das ist alles publiziert, das ist alles da. Und die Evidenz ist so, wie sie ist. Ja. Deswegen ist mir das wichtig. Ja, und gar nicht das. Ich habe darüber vor 10 Jahren ein Buch geschrieben. Damals habe ich Prügel gekriegt ohne Ende und war in den Medien und Talkshows und es war alles ziemlich furchtbar. Wissen Sie was? Heute ist es durch. Wirklich. Schauen Sie, es ist durch, dass wir Mental Wealth of Nations, große Studie, ja, es geht halt rauf mit unserem Geist und irgendwann geht es auch wieder bergab. Und man kann, was ist gut für unseren Geist, wenn die Eltern nicht rauchen, wenn wir keinen Alkohol trinken, schon im Mutterleib, wenn die Eltern für die Entwicklung viel tun, wenn die Schulen gut sind, ja, wenn wir keinen Stress haben, wenn wir keine Traumata haben, wenn wir als Teenager nicht schwanger werden oder rauchen oder Drogen nehmen oder Stahl begehen, so die üblichen Teenager-Sachen, ja, das ist alles nicht gut. Wenn wir uns sozial engagieren, ist es gut. Gegen Ende ist es gut, wenn man aktiv ist körperlich, mit anderen zusammen ist, geistig aktiv ist, sozial vor allem aktiv ist und so weiter und was Gescheites futtert. Da kommt alles raus. So, und was kommt weiter raus? Das ist jetzt 2020, weltbestes Medizinfachblatt The Lancet. Da hat man einfach mal geguckt, wie können wir Demenz verhindern. Dementia Prevention. Fakten sind in diesem Bild zusammengefasst. Hier geht es um Ihren Lebenslauf. Und was am Ende beim Lebenslauf kommt, 40% modifiable, das heißt 40% Ihres Demenzrisikos, an dem können Sie was ändern. 60% unknown, das heißt, das ist Genetik. Das ist tatsächlich so, dass Ihre Gene zu mehr als der Hälfte bestimmen, wann und ob Sie dement werden. Aber es gibt die 40%. Und was ist denn da? Bluthochdruck 2%, Alkohol 1%, Übergewicht 1%, Rauchen 5%, Einsamkeit 4%, Diabetes 1%. Aber was ist das Dollste? 7% weniger Bildung macht 7% höheres Demenzrisiko im Alter. Umgekehrt, mehr Bildung macht 7% weniger Demenzrisiko im Alter. Diese 7%, das sind 7% von den 40 und Sie können die 40 ja eh nur beeinflussen. Wenn Sie die 40 zu 100% setzen, also was kann ich denn tun? Dann kann man sagen, 20% dessen, was du tun kannst, ist, sorg für eine gute Bildung und zwar in Kindheit und Jugend. Das ist das, was im weltbesten Medizinfachblatt steht. Das sage nicht ich. Ja. Das Bild haben Sie schon gesehen und ich sage es nochmal, hier geht es tatsächlich darum, dass man sich, also was wir heute wissen ist, der Geist kommt halt höher oder nicht so hoch. Und wenn Sie in Kindheit und Jugend sehr hoch gekommen sind, Demenz heißt Geist bergab.
Und es geht bergab. Ja, wenn sie richtig hochgekommen sind, dann kriegen sie ihre Demenz. So mit 150. Dann sind sie halt schon vorher gestorben. Und kriegen sie nicht. Das ist der Punkt. Ja? Aber wenn sie so in Kindheit und Jugend vor sich hin gedümpelt und gedattelt haben und kommen halt nicht sehr hoch und das Gehirn geht kaputt, wupp, sind sie unten. Das ist das, was heute die wissenschaftlichen Arbeiten, und da gibt es nicht nur eine, sondern da gibt es viele, wirklich von den Dächern pfeifen. Das muss man wissen. Und dann, wenn Sie das wissen, ist Ihnen klar, wie wichtig die ersten 20 Lebensjahre sind. Man kann auch noch weiter für sich was tun, aber die ersten zwei, da hochzukommen, so hoch wie es geht, durch so viel wie möglich Bildung, und damit meine ich nicht irgendwelche Spezialbildung, damit meine ich Ihr Hirn auszubilden, und das machen Sie, indem Sie Dinge tun, die Spaß machen, egal was es ist, Theater spielen, musizieren, Sport machen, was miteinander machen, was bauen, was kreieren. Das sind die Dinge, die Spaß machen. Wenn Sie, je mehr Sie davon machen, desto mehr bauen Sie Ihr Gehirn auf. Schule kann einen großen Anteil haben, wenn sie gut funktioniert. Und das ist mir wichtig. Denn was man wissen muss, und ich überspringe jetzt einfach ganz viel, ne? Was wir leider nie hatten, wirklich nie, das ist eine Technikfolgenabschätzung. Und zwar eine Technikfolgenabschätzung von digitalen Medien. Jetzt kann ich Ihnen... Ja, und ich hoffe, dass wir die irgendwann kriegen. Aber woran liegt es? Das ist wirklich der letzte Gedanke. Naja, es gibt Leute, die haben Interesse daran, dass wir digitale Medien kaufen. Am liebsten mit Steuergeldern, da merkt es gar niemand. Ja? Neulich hat ein Landrat aus Ostbayern, da war ich zu einem Vortrag, zu mir gesagt, Herr Spitzer, ist ja interessant, was Sie sagen. Ich muss Ihnen was erzählen. Ich war in der Grundschule und da habe ich die Grundschullehrerin, die hat mir vorgeschwärmt. Sie haben gerade iPads bekommen für die erste Klasse. Jedes Kind hat ein iPad. Und es waren richtig teure Geräte, so 1.000 Euro das Stück. Wurden mit Schulmitteln bezahlt, weil das kriegt man heute ganz schnell, wenn man es beantragt. Und dann hat der Landrat mir erzählt, ich habe die Schulleiterin gefragt, was machen denn die Kinder in der ersten Klasse mit dem iPad? Antwort: Sie malen. Das geht auch ohne iPad. Sogar besser. Denn der Stift, der ist nicht so schön und der gehorcht nicht so gut. Ja. Also wie krank ist das denn? Ich meine, wenn man weiß, diese Dinger, die machen krank, die machen so. Die machen Kurzsichtigkeit, die machen alles Mögliche und wir fixen die Kinder an. Und sie werden unaufmerksam damit. Aber sie wollen dann trotzdem das haben, weil man kann damit auch in verbotene Dinge tun und das machen die sowieso dauernd. Eine Mutter fragt mich, Herr Spitzer, wann würden Sie denn mal, ab wann Tochter ein iPhone schenken? Frage ich zurück, ab wann würden Sie Ihre Tochter auf die Reeperbahn ins Rotlichtmilieu schicken und zwar in die Kneipe, wo sich die Mafia-Bosse immer treffen? Überhaupt nicht. Das ist der größte Rotlichtbezirk und der größte kriminelle Tummelplatz auf der Welt. Das muss man doch wissen. Ja. Ich wäre durchaus für ein Verbot von den Dingern bis 14 oder so. Denn da schaden sie am meisten. Ja. Warum machen wir das nicht? Wir machen das nicht, weil es eine Riesenlobby gibt, die zum Beispiel so Artikel wie Warum selber denken, wenn man auslagern kann. Das muss ja jemand finanzieren, dass so ein Unfug geschrieben wird. Ja. Deutschland hat einen Werbeetat von 20 Milliarden. Der hat früher unsere Zeitungen und Zeitschriften finanziert. Mittlerweile gehen 19 Milliarden an Google und Facebook. Und noch ein paar anderen kalifornischen Firmen. Und um die 1 Milliarde streiten sich alle Zeitungen und Zeitschriften, Verlage und entsprechend gut oder schlecht geht es ihnen auch. Das ist schon passiert. Ja. Die Werbeeinnahmen von Google und Facebook liegen so jährlich bei jeweils 300 Milliarden US-Dollar. Da gibt es handfeste Interessen, dass das so bleibt. Und genau deswegen sollen wir ja auch alle noch mehr ins Netz gehen und noch mehr und am besten in der Schule gleich. Und natürlich
Die neueste Stellungnahme der wissenschaftlichen Begleitkommission der Kultusministerkonferenz hat ganz klar Stellung bezogen, gesagt, wir brauchen Elementarinformatik im Kindergarten, denn Informatik ist wichtig und deswegen brauchen wir für jedes Kind in allen Kindergärten iPads. Das ist, sorry, Körperverletzung mit Ansage. Aber das sagt nochmal die Wissenschaftlerkommission der Kultusministerkonferenz. Selber sagt, wir sind unabhängiges Beratergremium und wir wollen ja nur die wissenschaftliche Evidenz, Klammer auf, von dem, was ich heute erzählt habe, kein Wort, sondern alles ist super. Ja? Und diese wissenschaftliche Evidenz wird der Kultusministerkonferenz kommuniziert, die dann ihre Entscheidungen treffen. Das ist Fakt. Das macht mir Angst. Und ich hoffe, ich konnte dazu beitragen. Erstens, jeder von Ihnen kann in seinem Bereich das Richtige tun. Also hier ist ein Baby und die Eltern wissen jetzt, was sie mit dem Baby machen sollen und was nicht. Das kann jeder. Aber wir können auch alle zusammen was tun und können nachfragen. Wenn Sie alle einen Brief an die Schule schreiben, wo Ihre Kinder iPads haben oder an die Kindergärten und sagen, Mensch, warum denn? Wir wissen doch, dass die schaden. Dann müssen andere Leute mal überlegen, was sie denn da eigentlich tun. Und es muss was passieren, denn wie ich schon gesagt habe, junge Menschen nicht zu schützen, das ist wirklich verantwortungslos. Sie alle wissen das und Sie wussten es wahrscheinlich auch vorher und Sie wollten es halt nochmal hören. Und deswegen ist es mir eins wichtig, bitte erzählen Sie es allen, die heute Abend nicht da waren. Dafür danke ich Ihnen. Vielen Dank.